Okay, herzlich willkommen zum heutigen Google Webmaster SEO Sprechstunden-Hangout. Mein Name ist Johannes Müller. Ich bin Search Advocate bei Google in der Schweiz und Teil von dem, was wir machen, sind solche Webmaster-Sprechstunden, wo jeder vorbeikommen kann und seine Fragen rund um seine Website und um die Google-Suche stellen kann. Es sind schon einige Fragen eingereicht worden auf YouTube. Aber wenn einer von euch loslegen möchte mit ersten Fragen, seid ihr gerne dazu eingeladen. Dann darf ich heute gerne den Anfang machen, bitte. Ja. Und zwar, John, die Sache ist die, ich habe es eingereicht. Das Problem hat sich inzwischen also gelöst, aber ich hätte trotzdem gern kurz dein Statement dazu gehabt. Ich hatte eingereicht die Sache mit, dass die Meta-Tags einer Seite nicht aktualisiert wurden von Google. Also wir haben die also auch zur Indexierung angemeldet. Die Seite haben also 3 Wochen gewartet. Von gestern auf heute hat sich's aktualisiert. Kann ein Zufall sein oder ihr habt es angestoßen noch zusätzlich. Aber jetzt möchte ich fragen, was wäre denn dein Tipp an jemanden, dem das Gleiche passiert wie mir, dass eben über Wochen Meta-Tags, die angepasst wurden, nicht von Google angepasst angezeigt werden? Welche Meta-Tags hast du angepasst? Title und Description. Okay. Ja, also ich denke, einerseits geht es darum, dass man die Seiten neu crawlt und neu quasi bearbeitet. Also mit dem Einreichen zum Indexieren ist an und für sich die optimale Methode, das zu machen. Was dann noch ein bisschen dazu kommt, ist, dass wir auch mit normalen Crawlen und so das versuchen, quasi neu zu finden. Und wir finden solche Veränderungen am ehesten, wenn wir sehen, dass es sich lohnt, diese Seite öfters zu crawlen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Links von der Homepage sehen, auf die Seite, dann hilft uns das zu erkennen, dass das wirklich eine wichtige Seite ist für die Website und dass wir die ein bisschen häufiger crawlen müssen. Ich glaube, das war die Impressumsseite bei dir, Genau oder? richtig, ja. Ja, ich denke, wenn die normal verlinkt ist innerhalb der Website, dann sollte das eigentlich schon gehen. Was wahrscheinlich ein bisschen da hineingespielt hat auf unserer Seite, ist, dass wir einfach in der Vergangenheit gesehen haben, dass das Impressum sich nicht so häufig verändert. Und ja, eigentlich auch natürlich, oder? Okay. Und dass wir deswegen einfach nicht so häufig die Seiten neu crawlen. Was aber auch ein bisschen noch dazu kommt und das Ganze ein bisschen schwieriger macht, ist, dass wir nicht immer hundertprozentig den Titel und den Description von deinen Seiten anzeigen in den Suchergebnissen, sondern wir versuchen das ja auch ein bisschen automatisiert festzustellen, welche Titel und welche Descriptions da optimal passen. Und dementsprechend könnte es theoretisch sein, dass du den Titel und den Description angepasst habt. Wir haben das gecrawlt und wir zeigen trotzdem für eine gewisse Zeit erstmal den alten Titel und Description. Und das ist nicht unbedingt etwas, was man beeinflussen kann. Das heißt, das geht einfach im Laufe der Zeit. Ich weiß nicht, ob unsere Systeme da ein bisschen separat laufen mit dem Titel und Description, aber ich habe das einfach schon häufiger gesehen, dass man passt das an und dann geht es einfach eine gewisse Zeit, bis das wirklich auch dargestellt wird. Wenn man gezielt nach geändertem Text sucht auf der Seite, dann findet man den in den Suchergebnissen. Aber Titel und Description oder nur Description oder manchmal nur der Titel ist einfach weiterhin noch der alte. Und dann pendelt sich das irgendwann wieder ein. Und darf ich meine zweite Frage auch gleich noch los ins Rennen schicken, bitte? Ja, klar. Gibt es ein Update? Wie weit seid ihr mit den HTTP/2-Crawling-Tests? Und hier habe ich dann noch die Frage dazu, ob das dann etwas verändern wird in den Reports, die man bei euch sieht. Weil wenn ich mit HTTP/2 crawle, müsste doch alles viel schneller sein. Und gibt es da irgendwas, was du uns erzählen kannst schon? Wir haben gestern angefangen. Ich weiß nicht, ob du das auf Twitter gesehen hast. Gary bei uns im Team leitet das Ganze und hat auch angefangen, Nachrichten über Search Console auszuschicken. Gerade für solche Websites, die auf HTTP2 sind. Wir machen das normalerweise so, dass wir einfach ein Sample von den Sites nehmen, die wir
denken, sind bereit und dass wir da erstmal die Nachrichten verschicken und dass wir dann im Laufe der Zeit dann einfach immer mehr das Ganze ausbauen. Aber wir wollen das Ganze ein bisschen langsam angehen, damit wir sicher sind, dass es auch wirklich funktioniert, nicht, dass es irgendwo Probleme verursacht. Bezüglich Geschwindigkeit ist es so, dass der Geschwindigkeitsvorteil vom Crawling eher in den Crawling-Statistiken vielleicht sichtbar ist. Aber es ist schwierig zu sagen, dass man da wirklich etwas Merkbares sehen würde in den Crawling-Statistiken, außer dass wir vielleicht mehr Seiten crawlen. Weil mit HTTP2 ist es ja ein bisschen so, dass wir da die Requests auch bundeln können und zusammenschicken können. Und das sind Sachen, die auf manchen Servern trotzdem gleich viel Aufwand verursachen. Das heißt, theoretisch könnten wir in weniger Requests mehr URLs crawlen, aber wenn der Server dadurch überlastet wird, dann müssen wir uns da natürlich auch ein bisschen zurückhalten. Okay. Und das ist ein bisschen das, was wir da versuchen herauszufinden, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut, wie viele reagieren jetzt auf die Nachrichten und sagen, oh, jetzt gibt es auf einmal Probleme auf dem Server, irgendwie ihr überlastet meinen Server und dann müssen wir das ein bisschen anschauen. Okay, danke. Die Statistiken oder die Reports bezüglich zum Beispiel Core Web Vitals, also die benutzersichtbaren Geschwindigkeiten, die werden davon nicht beeinflusst. Das heißt, wenn Googlebot auf HTTP 2 umstellt, ändert das an und für sich in den anderen Geschwindigkeitsreports nichts. Mhm. Danke. Bitte. Ich würde gerne weitermachen, weil wir ein Problem wie Michael haben. Wenn es okay ist, dann könnte man direkt anknüpfen. Mhm. Wir von der Pinetco-Agentur, wir haben zwei Kunden, bei denen jetzt schon seit längerem diese Spinne, sage ich mal, die Google-Spinne, das Crawling nicht mehr stattgefunden hat. Bei einem unserer Kunden ist das letzte Mal im September geschehen und bei einem anderen von uns im November. Und wir haben so eine Vermutung, womit das zusammenhängen kann, stehen aber vor dem Problem, dass wir absolut keine Lösung haben. Und zwar haben wir bei beiden Kunden einen Relaunch der Webseite gehabt und haben in der Zeit, wo wir die Seite bearbeitet haben, die Seiten auf No-Index gesetzt. Also wirklich alle Seiten, weil nun mal auch alle Seiten in der Bearbeitung waren. Und als wir dann fertig waren, haben wir die natürlich wieder rausgenommen in der Hoffnung, dass Google jetzt vorbeikommt und die Seiten indexiert, was aber, wie gesagt, bis heute nicht geschehen ist. Und da haben wir natürlich alles Mögliche schon angestoßen. Wir haben die Seiten manuell eingereicht, wir haben die Sitemap nochmal eingereicht, also alles, was man da so empfiehlt, hat aber leider nichts gebracht. Und es führt jetzt natürlich auch dazu, dass unter anderem auch Startseiten nicht in der Google-Suche angezeigt werden, was natürlich fatal ist. Und da wollte ich einfach mal nachhaken, was man noch machen kann. Okay. Also ist es bei euch im Moment so, dass gar nichts von dieser Website dargestellt werden in Suchergebnissen? Genau. Okay. Wahrscheinlich habt ihr über den URL-Entfernungstool die Website mal ganz rausgenommen. Ja. Und dieser Zustand hält an, ich glaube, etwa 180 Tage, irgend so etwas, außer man storniert das und nimmt das quasi wieder zurück. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich müsst ihr in Search Console einfach diesen Entfernungsrequest, den Antrag suchen und den einfach zurücknehmen. Und dann sollte innerhalb von einem Tag oder zwei sollte das eigentlich alles wieder sichtbar sein. Weil wenn gar nichts mehr sichtbar ist, ist das eigentlich schon ein Zeichen, dass da grundlegend irgendwas klemmt. Und entweder ist das vom Webspam her, dass das Webspam-Team irgendwie eine manuelle Maßnahme genommen hat und gesagt hat, wir müssen die Website ganz entfernen. Das passiert eigentlich nur in wirklich sehr problematischen Situationen. Und die andere Variante ist wirklich, dass man das selber entfernt hat. Was mit der eigenen Entfernung manchmal ein bisschen, sag ich mal, verwirrend ist, ist, dass wir alle Varianten der Website herausnehmen. Das heißt, wenn ihr die Website zum Beispiel auf HTTPS genommen habt und ihr den Entfernungsantrag auf HTTP eingereicht habt, dann gilt das trotzdem für beide Varianten. Und dann sieht man das vielleicht mal und denkt, ah, das kann jetzt da keinen Einfluss haben, aber das hat doch den Einfluss auf alle Varianten, auch mit www und nicht www.
Genau, ich müsste das mal checken mit dem Entfernungsrequest, weil eigentlich liegt diese Aufgabe bei mir und ich habe das eigentlich hab das nicht gemacht. Deswegen befürchte ich so ein bisschen, dass es diesen Request nicht gibt. Also dass es doch vielleicht irgendwie was mit einer Maßnahme zu tun hat. Was könnte man denn dann machen? Das würde man auch in Search Console sehen bei den manuellen Maßnahmen. Okay, das heißt, dann könnte ich dann auch darüber reagieren. Müsste ich gleich nochmal überprüfen. Genau. Aber sonst gäbe es keine andere Möglichkeit, weil ich hatte eigentlich schon einmal nachgeschaut vor ein paar Wochen und da war absolut gar nichts. Ich bin alles durchgegangen. Also ich glaube, sowas wäre mir aufgefallen. Man kriegt ja auch eine E-Mail, soweit viel ich weiß, wenn es eine manuelle Maßnahme gibt. Genau. Da war absolut nichts. Also ich wüsste nicht, was wir dann noch machen könnten. Vielleicht hast du da auch noch mal einen Tipp. Wenn du möchtest, kannst du sonst eine von den Domains vielleicht im Chat hier reinschreiben. Dann kann ich danach kurz nachschauen. Ja, gerne. Mache ich dann. Okay. Dankeschön. Ja, bitte. Okay, sonst gehe ich mal die Fragen durch, die eingereicht worden sind. Und wenn ihr zwischendurch Kommentare oder ähnliche Fragen habt, bitte einfach reinspringen. Dann kommen wir trotzdem wahrscheinlich dazu. Okay, die erste Frage war wegen Meta-Tags. Das haben wir euch kurz angeschaut. Meine mobilen Seiten sind ziemlich lang. Kann ich irgendwie für Passage-Indexing optimieren, sodass der Link von Google direkt auf den Inhalt scrollt? Passage Indexing, ich glaube, da kann man eigentlich nicht groß optimieren. Passage Indexing ist an und für sich das Verfahren auf unserer Seite, dass wir möglichst Teile von einer relativ langen Seite erkennen und sehen können, das ist besonders relevant für Benutzer und dass wir die dann trotzdem in den Suchergebnissen zeigen. Aber es ist nicht so, dass man da wirklich dafür optimieren kann. Was man machen könnte, ist mit den sogenannten Jump Links arbeiten, dass man bestimmte Abschnitte der Seite markiert und dass man die zum Beispiel oben auf der Seite selber verlinkt. Und in einigen Fällen ist es so, dass wir diese Jump Links erkennen und dass wir dann auch quasi wie diesen Link direkt zu dem Teil der Seite zeigen in den Suchergebnissen. Das ist allerdings nicht garantiert. Das heißt, das ist etwas, was man machen kann. Vielleicht finden wir das und können das so darstellen, vielleicht auch nicht. Wenn es kritisch ist für dich, dass diese Teile der Seite wirklich separat indexiert sind und separat in den Suchergebnissen dargestellt werden, würde ich eher die Seite einfach aufteilen in verschiedene HTML-Seiten, die dann separat indexiert werden können, sodass wir direkt den Benutzer zu einem gewissen Inhaltsstück verweisen können. Auf einer Seite mit Content gleich NoFollow, NoIndex gekennzeichnet, befinden sich Affiliate-Links. Ich würde sagen, dass diese Links zusätzlich ein Sponsored-Attribute haben sollten oder reicht euch ein NoIndex-Tag, um zu interpretieren, dass die Inhalte der Seite inklusive der dortigen Links nicht relevant sind. Mit dem NoFollow würden wir an und für sich das eh schon sehen. Also wenn da quasi auf Seitenebene ein NoFollow ist, dann sehen wir das sowieso und wissen, dass wir zu diesen Links eigentlich nichts weitergeben müssen. Man könnte trotzdem noch mit Sponsored arbeiten. Das hilft uns ein bisschen, ich denke, im Allgemeinen besser zu erkennen, wo solche Sponsored Links sind. Aber das hat auf eurer Seite eigentlich überhaupt keinen Einfluss. Das heißt, wenn der NoFollow eh schon da ist, dann muss man nicht zusätzlich mit Sponsored arbeiten. Man kann das machen, wenn man will. Das hilft quasi unseren Machine Learning Systemen ein bisschen, aber es ist nicht zwingend notwendig. Darf ich noch ganz kurz nachfragen? Ja. NoFollow wurde ja ein bisschen aufgeweicht durch die neuen Link-Attribute. Du sagst aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass es durchaus noch Gewicht hat und ihr das auch noch voll ins Kalkül mit einnimmt. Genau, ja. Okay, super, danke. Schauen wir kurz die URL nach. Einen Moment. Einfach, dass wir das da nicht vergessen. Also ich sehe bei eigentlich beiden dieser Websites weder eine manuelle Maßnahme noch, dass da irgendwie manuell etwas entfernt wurde.
Ja, habe ich auch gerade gecheckt, ist nix. Bei der zweiten Website sehe ich allerdings auch Inhalte in den Suchergebnissen, wenn ich da eine Site-Abfrage mache. Da sind nicht alle Seiten betroffen, nur ein paar. Also, aber die Startseite ist halt betroffen. Das ist echt fatal. Ah, okay. Und beim anderen sehe ich an für sich die Startseite. Mal kurz schauen. Ups. Verwirrend, in den ganzen Sachen schnell rumzuklicken. Mal schauen, ob ich da was sehe. Die /de-Seite. Ja. An und für sich sollte die indexiert sein, wird aber eigentlich nicht so in den Suchergebnissen dargestellt. Da muss ich wahrscheinlich nachher mal ein bisschen genauer hinschauen. Alles klar. Ja. Okay. Dann mal zurück zu den Fragen. Wir haben mehrere Jobbörsen mit jeweils spezifischen Zielgruppe. Würde sich lohnen, Artikel, die bei einer Seite schon lange online sind, auf eine andere umzuziehen, neue URLs, weil sie dort besser zur Zielgruppe passen? Welche Folgen hat das dann für die alte Seite? Das ist an und für sich etwas, was relativ normal ist, was viele machen. Wenn Sie jetzt verschiedene Webseiten haben, dass man sich irgendwann entscheidet und sagt, dieser Artikel, diese Produktseite oder was auch immer ist eher relevant für diese Website und dann ziehe ich sie dort entsprechend hin. Man kann das so machen, dass wenn man, oder je nachdem, wie man das halt machen möchte, man kann das auch so machen, mit dem RHEL Canonical zu arbeiten. Das heißt, wenn man sagt, dieses Produkt oder dieser Artikel ist eigentlich relevant für alle meiner Webseiten, aber am relevantesten für eines von diesen Webseiten, dass man da mit dem RHEL Canonical arbeitet. Wenn ich zum Beispiel eine Website für, ich weiß nicht was, Möbel allgemein habe und eine Website für Gartenmöbel, dann habe ich vielleicht einige Produkte, die eigentlich auf beiden Webseiten passen würden, dass man die dann auch wirklich anfänglich auf beiden Webseiten platzieren würde, aber wo man sagen würde, eigentlich sollte sie indexiert sein unter meiner Gartenmöbel-Website. Und da kann man da eigentlich relativ gut mit dem RHEL Canonical arbeiten. Man kann auch im Laufe der Zeit sagen, eigentlich hätte ich das lieber hier oder hätte ich das lieber da und dass man da den Canonical wechselt, dass man das so ein bisschen herumschiebt. Man kann natürlich auch mit dem Redirect arbeiten. Wenn man mit einem Redirect arbeitet, ist dann diese Seite allerdings dann wirklich nicht mehr vorhanden auf der alten Website, sondern nur auf der neuen Website. Insgesamt Auswirkungen, welche Folgen da sind, sind eigentlich eher, dass einfach ja halt die Inhalte dann auf einer Website indexiert sind, nicht mehr auf der anderen Website. Also es ist nicht so, dass irgendwelche, sag ich mal, Folgeschäden oder so etwas da kommt, sondern es ist eigentlich wirklich so, die Inhalte wurden verschoben von dieser Webseite zur anderen, also sind sie da jetzt indexiert und da jetzt nicht mehr indexiert. Kleine Nachfrage dazu. Die Frage kam von mir. Das heißt aber natürlich auch logischerweise, dass der Traffic dann nur noch beim anderen Portal ankommt und nicht mehr bei dem, wo sie vorher waren. Das heißt, an der Gesamtsichtbarkeit wird sich wahrscheinlich auch was ändern, weil diese URLs ja auch nicht mehr indexiert und damit nicht mehr online sind. Das heißt, gut. Ja, also in der Regel verschiebt sich das einfach ein bisschen. Wenn das jetzt eine besonders relevante Seite war innerhalb der alten Website, dann kann das natürlich auch einen größeren Einfluss haben. Wenn man jetzt, sage ich mal, ich weiß nicht, ein Elektronik-Shop nimmt und alle Elektronikprodukte woanders hin verschiebt, nur noch Artikel beibehält, dann ist die alte Website ja grundlegend etwas anderes, als was sie vorher war. Wenn das einfach einzelne Seiten sind innerhalb einer größeren Website, dann verschiebt sich das halt einfach so. Das wären in dem Fall Content-Artikel, die von einer Domain auf wirklich eine ganz andere gehen, weil, wie gesagt, dort die Zielgruppe besser passt. Die Frage wäre auch, hätten die Artikel bei dem neuen Portal genau die gleichen Chancen, wieder, sagen wir, auf den Ranking 2 zu kommen bei Google? Oder dadurch, dass das andere Portal sehr viel kleiner ist und nicht so viel Autorität hat, kommen die dann nicht mehr auf die hohe Position, die sie bei dem anderen Portal hatten? Das lässt sich nicht voraussagen.
Das kann durchaus ein Einfluss da dabei sein, weil wir schauen zwar schon die Artikel grundlegend pro URL an, aber wir haben auch einige Faktoren, die eher für die Website insgesamt zählen. Und da kann es durchaus sein, dass die neue Website grundlegend irgendwie anders eingestuft wird als die alte und dass man da dann größere Verschiebungen hat. Das kann natürlich auch positive Verschiebungen sein. Hängt ein bisschen davon ab, wie das da dasteht. Okay, dann werden wir das mal testen. Vielen Dank. Ja, bitte. Wir haben große Probleme bei unserem Consent Layer für Mobile und AMP. Seit wir sie eingeführt haben, sind unsere Klicks stark nach unten gegangen. Kannst du bei unserem Consent Layer ein Problem erkennen? Und da noch ein Link. Ich habe das kurz vorher mal angeschaut und habe da eigentlich nichts Spezielles feststellen können. Das heißt, was ich sehe auf unserer Seite, ist, dass wir die URL normal indexieren, dass wir vom Crawling her die Inhalte normal sehen können. Wenn ich mit dem Mobile-Friendly-Test zum Beispiel das anschaue, dann komme ich zu den einzelnen Artikeln und sehe auch die Inhalte direkt. Das heißt, Google fürs Indexieren sieht an und für sich die richtigen Produkte oder die richtigen Seiten halt. Was ich einfach gesehen habe, ist, mit dieser Consent Layer, die ihr da habt, ist es so, dass da ein Redirect stattfindet auf eine allgemeine URL und dann von dort aus wahrscheinlich über ein Cookie oder irgendwas kann man dann zurück zu den eigentlichen Inhalten finden als Benutzer. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze vom Tracking her ein bisschen schwieriger macht auf eurer Seite, weil ihr natürlich nicht mehr das Gleiche seht, wie wenn ihr diesen Consent Layer direkt auf der Seite selber hättet. Das heißt, der ganze Traffic wird wahrscheinlich zu dieser Consent Layer URL gehen und dann von dort aus vielleicht wieder weitergehen. Hingegen, wenn man den Consent Layer auf der eigentlichen URL hat, dann wird das natürlich alles für diese URL gezählt. Vom Crawling und Indexing her scheint das bei uns nicht stattzufinden. Das heißt, ihr habt das wahrscheinlich so eingerichtet, dass Googlebot nicht dadurch weitergeleitet wird. Das ist an und für sich okay. Was wir normalerweise empfehlen würden, ist, wenn Google durch so eine Consent Layer gehen müsste, dass man über die URL auch erkennen kann, dass das unterschiedliche URLs sind. Dass man da zum Beispiel als URL-Parameter die Adresse noch dazu hat, damit wir das ein bisschen besser erkennen können. Was ich an eurer Stelle vielleicht machen würde, ist versuchen festzustellen, ob das ein Indexing-Problem ist, das ihr da seht. Das heißt, ob die Inhalte wirklich nicht mehr indexiert werden. Soweit ich erkennen kann, ist das kein Indexing-Problem oder ob das eher ein Tracking-Problem ist bezüglich, wie die Benutzer quasi auf eure Seite kommen. Und dann aufgrund von dem kann man da natürlich ein bisschen weiterschauen. Wenn das vom Indexing her okay ist, dann wird das wahrscheinlich aus unserer Sicht eigentlich auch weiterhin so okay sein. Es könnte höchstens sein, dass vom Ranking her das ein bisschen schwieriger ist auf unserer Seite, aber ich vermute, das sollte eigentlich kein Problem sein, wenn wir das mit dem Indexing sauber hinkriegen können. Das heißt, was ich konkret machen würde, ist mal in Search Console über die Index Coverage feststellen, ob vom Indexing her ein Problem ist, dann über die Performance Reports in Search Console schauen, ob die Impressions und Klicks dort einigermaßen stabil sind und das dann auch vergleichen, zum Beispiel mit Analytics oder wie ihr das Tracking auf eurer Seite macht. Und da aufgrund von diesen verschiedenen Varianten das Ganze versuchen, ein bisschen einzugrenzen. Ja, ich denke, es ist immer ein bisschen schwierig, gerade mit solchen Interstitials, die Google eigentlich nicht sehen würde. Aber soweit ich sehen kann, mit den einzelnen Seiten, die ich kontrolliert habe, habt ihr das schon richtig eingerichtet. Okay, danke schön.
Ein Kunde von mir betreibt einen Online-Shop auf einer .com-Domain mit mehreren Sprachunterverzeichnissen. Die Domain-Root-URL wird abhängig von der Browsersprache auf die entsprechende Sprachstartseite per 302 weitergeleitet. Alle Sprachen sind über hreflang-Link miteinander verknüpft und ein Canonical-Link ist ebenfalls korrekt eingebunden. Trotzdem wird seit Monaten bei der Suche nach dem Shop-Namen auf google.de das englische Suchsnippet mit der Domain-Root-URL angezeigt. Bei anderen Shops mit diesem Setup wird richtigerweise die deutsche Startseite gelistet. Warum funktioniert das bei dieser Domain nicht? Müsste ich mal genauer anschauen. Es könnte sein, dass das von der Konfiguration her, dass da irgendetwas klemmt. Es kann auch sein, dass auf unserer Seite, dass wir das einfach irgendwie nicht sauber darstellen können. Was ich da vielleicht kontrollieren würde, ist gerade die Einrichtung mit dem Canonical Link, dass ihr das sauber quasi pro Sprache einrichtet und dass ihr ein X-Default auf die Homepage gesetzt habt. Weil ohne X-Default auf die Homepage ist es so, dass wir vermuten, dass die Homepage quasi nicht zu diesem hreflang-Satz gehört und dass wir die dann quasi separat in den Suchergebnissen darstellen. Und wenn die Homepage durch unser Crawling zur englischen Version weitergeleitet wird, dann nehmen wir an, die Homepage ist auf Englisch und zeigen das dann manchmal, wenn jemand zum Beispiel nach einem Markennamen sucht, wo wir die Sprache nicht sauber erkennen können. Also wir sind der Kunde in dem Fall und wir hatten tatsächlich den X-Default drin und haben ihn aber dann auch rausgenommen auf Anraten hin, weil wir eigentlich gedacht haben, dass das der Grund sei, weshalb es auf Englisch dargestellt wird, weil wir X-Default halt als englische Sprache eingestellt hatten, weil wir einfach in ganz Europa agieren. Das heißt aber in dem Fall musste dann der X-Default in Deutsch sein? Also ich vermute, ihr habt das so eingerichtet, dass wenn man auf die Homepage geht, dass es dann weiterleitet, oder? Richtig. Ja. Dann ist es so, normalerweise, oder in vielen Fällen, wenn man das einrichtet, ist es so, dass man die hreflang-Links zu den einzelnen Sprachversionen hat. Das heißt, zur DE-Version, zur englischen Version. Und dass die Homepage dann nicht ein Teil von diesem hreflang-Satz ist. Was man da machen müsste, ist dann wirklich den X-Default auf die Homepage setzen, damit wir wissen, dass die Homepage quasi automatisch weiterleitet. Dass wir wissen, die gehört quasi in diese Gruppe hinein. Und X-Default muss dann nicht zu einer speziellen Sprachversion zeigen, sondern wirklich einfach zur Homepage allgemein, wo ihr diese Sprachweiche dann eingerichtet habt. Okay. Ich kann vielleicht mal ganz kurz schauen, ob ich da irgendetwas sehe, aber das ist immer ein bisschen heikel, solche Sachen genauer anzuschauen, so quasi live. Ich habe mir mal andere Shops angeguckt, die das ähnlich handhaben mit Subfoldern in den Sprachen und eigentlich sieht das Setup ähnlich aus, aber es will und will nur auf Englisch erscheinen. Ja. Ich muss das mal in Ruhe anschauen. Danke. Ja. Okay. Nachdem wir heute die Nachricht erhalten haben, dass ihr den Google News Performance Report vorgestellt habt, die Frage, ist es sinnvoll, die Magazinbeiträge unserer LED-Leuchten-Online-Shops als News an Google zu übergeben? Es handelt sich hierbei um Tipps zu Einrichtungen, LED-Technik, Design und so weiter. Oder werden diese Inhalte nicht als News klassifiziert? Weiß ich nicht. Was ich machen würde, ist das einfach mal einreichen und schauen, was passiert. Weil gerade bei Google News ist es ja so, dass das quasi, ich glaube, algorithmisch erstmal kontrolliert wird, ob das überhaupt Sinn macht für Google News. Und wenn das Sinn macht für unsere Algorithmen, wenn wir das darstellen würden in den Suchergebnissen, dann wird das halt auch auf Google News dargestellt. Also es ist nicht so, dass man da irgendeinen Nachteil hat, wenn die Inhalte auch auf Google News dargestellt werden. Ich weiß nicht, ob die Inhalte so
wirklich den Richtlinien von Google News entsprechen würden, aber das kann man ja mal nachlesen und kontrollieren, ob das passen würde oder nicht. Aber es ist nicht so, dass man irgendeinen Nachteil hätte, wenn man in Google News auch sichtbar ist. Bei den Lighthouse Reports, Warnung, Results may not be displayed properly. Report was created with an earlier version of Lighthouse. Das war ich schon. Wo siehst du das? Und zwar, wenn ich den Lighthouse-Report mache, direkt im Browser, also, und da gibt es ja diese Extension von euch, die Lighthouse-Extension. Und wenn ich auf die draufklicke, sowohl im Firefox-Browser als auch im Chrome-Browser, kommt diese Meldung. Kannst du uns da irgendwas dazu sagen? Gibt es da ein Update demnächst? Oder? Also ich war überrascht, ich habe es heute selber erst zum ersten Mal gesehen. Ich weiß nicht. Also ich normalerweise, wenn ich die Tests mache, mache ich das jeweils direkt im Browser drin, also nicht mit irgendeinem Plugin. Das kann man ja machen. Wo ist das? Aber das Plugin macht nichts anderes, wie dass es das Fenster aufmacht und eben die Lighthouse Extension verwendet. Ich weiß nicht, was das Plugin macht. Der Lighthouse Viewer. Ist das Google Chrome, GitHub, der Lighthouse Viewer? Ja. Und der verwendet das eben und dann zeigt er das auf der Oberfläche an und sagt eben, man sollte auf die Version 7 umstellen. Drum habe ich mir gedacht. Weil das ist nämlich von euch, das wird auch von euch empfohlen, das zu verwenden. Ja. Okay, also das war jetzt zu schnell. Okay. Aber vielleicht gibt es in den kommenden Tagen mal einen Tweet von dir, wo du das vielleicht auch nochmal aufgreifst. Ich frage mal nach, ja. Okay. Eben ich mache das normalerweise, die ganzen Lighthouse-Sachen immer direkt in Chrome selber. Ist vielleicht ein bisschen schwierig am Anfang zu finden. Vielleicht haben sie deswegen das mit dem Plugin gemacht. Aber schauen wir mal nach. Da steht nämlich dann, dass es dann vielleicht sogar die Seite schneller ist, ohne dass man was gemacht hat. Also bessere Werte. Schauen wir mal. Okay, danke. Okay, schaue ich mal nach. Cool. Als News Publisher haben wir viel alten Content, der hinsichtlich EAT sehr schlecht sind. Macht es Sinn, diesen alten Content zu überarbeiten bzw. zu löschen und aus Google Index zu entfernen? Hat das Löschen inklusive manuellen Index entfernen einen negativen Impact auf das Ranking, das ohnehin sehr weit gefallen ist seit dem Core-Update? 2019 Core-Update, okay. Das ist schon eine Weile her. Grundsätzlich, wenn man weiß, dass man, sag ich mal, schlechtere Inhalte auf den Seiten hat, empfehlen wir schon, entweder die Inhalte zu löschen oder die Inhalte neu zu überarbeiten. Und die Wahl zwischen diesen beiden Varianten liegt eher bei euch. Das heißt, in manchen Fällen ist es so, wenn man die Inhalte anschaut, dann sieht man, es lohnt sich nicht, das neu zu überarbeiten. Vielleicht ist die Menge an solchen Inhalten wirklich so groß, dass man das gar nicht groß überarbeiten kann oder dass man das mit einem vernünftigen Aufwand nicht überarbeiten kann. Und dann sagt man, gut, wir nehmen diese Inhalte einfach heraus. Wenn ich bei unserem Quality-Team nachfrage wegen solchen Fragen, dann sagen sie immer eher, man soll doch die Inhalte verbessern. Wenn man die Inhalte schon mal erstellt hat, dann lohnt es sich doch, die zu verbessern. Ich denke, aus praktischen Gründen ist das halt nicht immer machbar oder zumindest nicht eben mit vertretbarem Aufwand. Wenn man die Inhalte löscht, reicht es aus unserer Sicht an und für sich, dass man die Inhalte einfach löscht von der Website. Wenn wir sie neu crawlen, sehen wir, dass da ein 404 ist oder ein No-Index und dann nehmen wir die jeweils raus aus unserem Index. Und dann werden die entsprechend auch im Laufe der Zeit nicht mehr dazugezählt zu dieser Website. Wenn man nur die manuelle Entfernungstool nimmt, dann ist es so, dass die Seiten trotzdem noch indexiert bleiben. Und an und für sich auch normal zur Website zählen. Und dann erst, wenn wir erkennen können, dass die Seiten wirklich nicht mehr existieren, dann fallen sie aus dem Index heraus. Das heißt, mit dem Entfernungstool ist es so, dass man eher einfach die Sichtbarkeit dieser Seiten in den Suchergebnissen verändert, dass sie nicht mehr sichtbar sind, aber man nimmt sie nicht aus unseren Systemen heraus. Das heißt, gerade in solchen Fällen, wo man weiß, dass man Inhalte löschen möchte oder die man
quasi ganz rausnehmen möchte, würde ich nicht mit dem Entfernungstool arbeiten, sondern die einfach ganz normal löschen lassen. Das Entfernungstool macht vor allem dann Sinn, wenn man jetzt schnell etwas entfernen muss, wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendeine Information veröffentlicht hat, die man nicht veröffentlichen sollte, oder wenn man etwas falsch hat und das irgendwie noch überarbeiten muss und neu machen möchte, dass es einfach in der Zeit nicht mehr sichtbar ist, dann hilft das Entfernungstool, weil dann wird es einfach nicht mehr dargestellt in den Suchergebnissen. Aber wenn man Inhalte wirklich einfach aus dem ganzen Google-System herausnehmen möchte, muss man sie halt auf Noindex oder 404 oder 410 setzen. Und dann erkennen wir das im Laufe der Zeit. Warum erkennt Google bei durchgekoppelten Begriffen die Entitäten bzw. Longtail-Keywords teilweise schlechter oder gar nicht, als wenn man das Bindestrich weglässt? Ist das etwas, an dem ihr arbeitet, oder gibt es hier schon eine Empfehlung, was man tun kann, um euch die Erkennung zu erleichtern? Ich habe da jetzt nicht wirklich detaillierte Informationen, aber soweit ich das erkennen kann, ist es so, dass wir diese Wörter einfach als separate Keywords erkennen und dass wir die halt einfach auch separat in unseren Systemen haben. Und was einfach in vielen Fällen passiert im Laufe der Zeit, ist, dass wir erkennen können, dass eigentlich ist das Gleiche damit gemeint, dass wir die eher als Synonyme betrachten können, und das ist etwas, was unsere Systeme an für sich automatisiert machen. Das heißt, wir haben da nicht irgendein Sprachmodell, was dazu kommt und versucht zu erkennen, welche Wörter könnten Synonyme sein, sondern wir haben da eigentlich die normalen statistischen Verfahren, die wir verwenden für Synonyme allgemein. Und in vielen Fällen, gerade bei Begriffen, die häufig verwendet werden von Benutzern, können wir das eigentlich relativ gut erkennen, dass wir sagen können, das sind 1:1 Synonyme oder das sind fast direkte Synonyme, und dass wir die dann entsprechend zusammenfassen können. Und als Site-Owner muss man da eigentlich nichts Spezielles machen. Was ich höchstens machen würde, ist, wenn man weiß, dass kritische Suchbegriffe so zusammengestellt werden oder in verschiedenen Schreibweisen vorhanden sind, dass man da entweder mal ausprobiert, welche Varianten irgendwie am besten passen für den Benutzer, oder dass man auch mal nachschaut, welche Varianten werden am häufigsten gesucht, oder wie sehen die Suchbegriffe aus, die Suchergebnisse aus für diese verschiedenen Varianten, und dass man aufgrund von denen sich für die eine oder andere Schreibweise dann entscheidet. Kann ich dazu noch eine Frage stellen, John? Klar, klar. Die Frage ist erstmal von mir, und ich habe da tatsächlich im Dezember mal ein bisschen rumgespielt, weil ich bei einem Artikel, den ich veröffentlicht habe, gemerkt habe, dass der mit den Keywords, nachdem ein Benutzer sucht, dieser Artikel nicht gefunden worden ist. Und ich habe dann im Grunde den Text des Artikels genommen und habe den mal bei euch in die NLP-API reingeschmissen. Und habe festgestellt, dass halt die durchgekoppelten Begriffe da nicht als Entität erkannt worden sind, und habe dann die Bindestriche rausgenommen, und die NLP-API hat mir dann gesagt, ah, jetzt weiß ich, um was es geht. Deswegen die Frage heute, letztendlich, die Durchkopplung ist im Journalismus ja eigentlich gang und gäbe. Deswegen die Frage, warum erkennt es der Bot und auch die NLP-API in dem Text nicht? Wenn ich aber dann danach suche und finde andere Artikel und nehme dort den Text-Body und prüfe den, dort wird es dann erkannt. Also was kann ich da konkret eigentlich tun, wenn ich auf so ein Problem stoße? Ich denke, der Ansatz ist an und für sich schon gut, dass man das so ausprobiert. Mit der NLP-API ist es natürlich so, dass das nicht 1:1 ist, was wir in der Suche verwenden. Von dem her ist das immer praktisch, sage ich mal, als Hilfsmittel, aber ich würde das nicht als etwas nehmen, das wirklich 1:1 so verwendet wird in der Suche. Ich weiß auch nicht, wie das da in dieser API verwendet wird, aber bei uns ist es natürlich auch so, dass wir
die ganzen umliegenden Texte auch dazu einbeziehen und dass wir aufgrund von dem dann auch die Entitäten ein bisschen besser erkennen können. Und wenn die umliegenden Texte für uns besser verständlich sind, dann kann es gut sein, dass wir das trotzdem matchen. Hingegen, wenn man die einzelnen Wörter dann quasi Wort für Wort durchgeht, dann ist das manchmal gut, manchmal weniger gut. Ähnlich ist es natürlich auch in Englisch, wenn man da zum Beispiel die britische Schreibweise und die amerikanische Schreibweise hat, dann sind das ja an und für sich unterschiedliche Wörter und unsere Systeme haben dann nicht ein, sag ich mal, linguistisches Algorithmus, der versucht zu erkennen, das ist das gleiche Wort auf Englisch wie auf Amerikanisch, sondern wir versuchen solche Sachen eigentlich über unsere normalen statistischen Verfahren zu erkennen. Ich könnte mir vorstellen, dass bei einigen Begriffen geht das besser und bei anderen Begriffen geht das weniger gut. Das heißt, wenn wir sehr viel Erfahrung haben mit einzelnen Begriffen, dann klappt das wahrscheinlich gut, weil wir da die Datenmenge einfach haben, um sicher zu sein, dass das jetzt Synonyme sind. Bei anderen Begriffen könnte ich mir vorstellen, dass wir einfach diese Datenmenge noch nicht haben und dass da halt diese Synonymserkennung nicht hundertprozentig funktioniert. Vom Praktischen her würde ich sagen, wenn man das Gefühl hat, dass kritische Suchbegriffe in diese Gruppe fallen, dass Google das nicht sauber erkennt, könnte man einfach auch quasi hingehen und sagen, gut, ich nehme einfach mal beide Varianten in meinen Artikel hinein, einmal so, einmal so. Ich weiß, das ist nicht immer super sauber, wenn man sich nicht festlegt auf eine von diesen Varianten, aber manchmal hilft das in solchen Fällen. Ist natürlich auch immer die Frage, wie kritisch diese Suchbegriffe sind für diese Seite. Manchmal ist es so, dass einzelne Wörter zwar nicht gefunden werden, aber die häufigsten Suchbegriffe trotzdem zu dieser Seite führen. Okay, danke. Aber ich finde auf jeden Fall, der Ansatz mit der NLP-API finde ich super gut, dass man da so auch versucht, den Hintergrund ein bisschen besser festzustellen. Ich denke, das ist etwas, was wahrscheinlich die wenigsten machen würden. Wir haben aktuell eine Sitemap nur für unsere Seiten in der Search Console angelegt. Macht es Sinn, zusätzlich eine separate Sitemap nur für Bild anzulegen? Und wie bewertet Googlebot das? Über die Links in der Sitemap kommt Googlebot ja auch zu den Bildern. Ja, an und für sich kann man so viele Sitemaps anlegen, wie man möchte. Das ist euch total überlassen. Manche haben mehr Sitemaps, manche weniger. Bilder sind so, dass wir die nur über die Image Sitemaps Extension quasi erfassen können. Das heißt, in der Sitemap-Datei habt ihr an und für sich die normalen URLs drin, die normalen Seiten. Und dort gebt ihr zu den einzelnen Seiten dann noch an, auf dieser HTML-Seite sind diese Bilder noch vorhanden. Und so können wir dann erkennen, welche Bilddateien zu welchen Landingpages gehören und können das ein bisschen besser verarbeiten. Was keinen Sinn hingegen macht, ist, dass, wenn man die Bilddateien separat als URLs quasi einreicht in einer separaten Sitemap-Datei, weil wir diese Bilddateien nicht als HTML-Seiten indexieren können. Wir können sie ja nur dann indexieren, wenn sie ein Teil einer HTML-Seite sind. Das heißt, wenn man ein Bilder-Sitemap einrichtet mit quasi diesen Landingpages, den HTML-Dateien und den einzelnen Bildern, die da drauf sind, ist das super. Wenn man hingegen nur die Bilder-URLs in einer separaten Sitemap-Datei einreicht, macht das an und für sich keinen Sinn. Es ist auch nicht so, dass man da einen Nachteil hätte. Es ist einfach so, dass wir die Sitemap dann sehen würden und sagen, ah, wir konnten nichts von dieser Sitemap-Datei indexieren. Und dann sieht das in den Gesamtstatistiken in Search Console manchmal ein bisschen komisch aus. Nachdem mehrere Seiten nach dem Core-Update abgestürzt sind, haben wir uns die Abdeckung in der Search Console angeschaut und sind dort auf diverse Fehler gestoßen. Es gab hunderte URLs im Format Page, X, Taxonomy und Term, wobei X mit jeder beliebigen Zahl ersetzen lässt und Y mit jedem Wort.
Dies hat dazu geführt, dass hunderte Seiten mit Duplicate Content sind. Ich vermute mal sehr stark, dass einer der Google hier die gesamten Domains abgeschafft hat, da es sich nicht anders erklären lässt, wieso ausführliche Artikel in der Nische absolut nicht ranken und Google stattdessen schlecht übersetzten, automatisch generierten Content ranken lässt. Die Frage geht noch viel länger. Es ist schwierig zu sagen, aufgrund von so einer allgemeinen Frage, wie sich das jetzt auf euer Domain auswirkt. Normalerweise ist es so, dass wir, sag ich mal, solchen technischen Duplicate Content einfach ignorieren. Das heißt, wir sehen diese URLs, wir sehen, dass es zu den gleichen Inhalten führt und dann wählen wir ein Canonical und indexieren halt diese Canonical-Version davon. Und in solchen Fällen, wenn wir ein Canonical ausgewählt haben, dann zählt eigentlich nur diese Canonical-URL für die Indexierung und für die Qualität der Website insgesamt. Dann ist es nicht so, dass wir hingehen würden und sagen, wir haben zwar eine Version indexiert, wir haben aber hunderte Versionen gesehen und dass wir sagen, das ist das Schlechte irgendwie dran, sondern wir nehmen wirklich nur die Version, die indexiert wurde. Und so könnte ich mir vorstellen, dass man das zwar sieht in Search Console, weil das ist ja an für sich nicht eine optimale Einrichtung, dass man so viele Varianten von den so viele verschiedene Varianten von URLs hat, die zu den gleichen die zu den gleichen Inhalten führen. Aber es ist nicht so, dass wir das als Qualitätsproblem ansehen würden, sondern das ist eher einfach ein technisches Problem, dass wir quasi sehr viel mehr crawlen müssen, um zu diesen Inhalten zu kommen. Und von dem her könnte ich mir vorstellen, dass es zwar Sinn macht, das aufzuräumen, einfach aus technischen Gründen, aber dass das nicht die Gesamtbewertung von einer Domain dann wirklich groß verändern würde. Es sei denn, dass wir die wirklich wichtigen Inhalte gar nicht mehr indexieren konnten, weil wir ständig diese anderen Sachen gecrawlt und indexiert haben. Aber ich vermute nicht, dass das in den meisten Fällen irgendwie zutreffen würde. Das heißt, vom Praktischen her würde ich sagen, dass man da vielleicht noch weiter sucht und nach weiteren Problemen auch Ausschau hält und sich überlegt, gerade bei Core-Updates, wenn das zeitlich etwa mit diesen Core-Updates zusammenhängt, dass man da überlegt, was könnte da vielleicht noch relevant sein von meiner Webseite, was könnte da noch einen Einfluss haben. Für die Core-Updates haben wir ja mal eine Blogpost gemacht mit, ich weiß nicht, zig Fragen, die man sich stellen kann über die Inhalte. Und das sind Sachen, die würde ich gezielt mal mit Benutzern anschauen, dass man wirklich einen klaren User Study auch mal macht und wirklich überlegt, wo können wir unsere Website grundlegend verbessern? Wie können wir das klarer machen, was die Hintergründe sind zu diesen Artikeln, dass die Autoren entsprechend Leute sind, die sich mit diesem Thema auskennen? Was kann man da machen, dass all diese Sachen ein bisschen besser erkannt werden können? Einige SEOs beschäftigen sich ja mit diesem EAT und YMYL, was ein bisschen in dieses Thema hineingeht. Ich weiß nicht, welche Website da betroffen ist. Manchmal ist es so, dass das schon ein bisschen dazu passen würde. Und gerade in solchen Fällen lohnt es sich, da auch die ganzen, ich weiß nicht, Blogposts und Vorträge mal anzuschauen, die SEOs zu diesem Thema gemacht haben. Es ist nicht alles hundertprozentig, sag ich mal, so wie wir das intern auch sehen würden, aber es sind viele Gedanken dabei, die wirklich auch sehr wichtig sein könnten, wo man gerade im Bereich von Websites, die vielleicht medizinischen Themen betreffen oder finanzielle Themen betreffen, dass man da ein bisschen drauf achten könnte. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass dieses Duplicate-Content-Problem wahrscheinlich nicht die Ursache ist, gerade wenn das mit einem Core-Update zusammenhängt. Okay, zeitlich kommen wir langsam zum Ende. Ich weiß nicht, wenn von euch irgendwelche Fragen sind, könnt ihr gerne noch einspringen. Ja, ich hätte noch eine Frage. Okay. Und zwar habe ich in den letzten Monaten ganz viele Produkte zusammengefasst auf eine Seite. Jetzt sind diese Seiten im mobilen, auf den mobilen Endgeräten ziemlich lang geworden.
ich würde jetzt gerne wieder die Produktvarianten also in den Index bekommen. Jetzt gibt es zum Beispiel Hersteller, die einen Produktkatalog anbieten und diese Produkte sind dann alle praktisch im Index drin bei Google. Aber von diesem Produktkatalog führt dann der Link zum Kaufen in einen anderen Online-Shop oder irgendwie auf eine andere Seite. Wie würdest du das denn sehen, wenn ich jetzt eine zweite Domain parallel zu dem Online-Shop online stelle und dann die gesamten Produkte auf dieser Domain dann liste und diese konzentrierten Produkte nur im Online-Shop? Kann man ausprobieren. Also ich weiß nicht, ob das grundlegend besser wäre, weil es hilft uns natürlich schon zu erkennen, was zu einer Website zusammengehört, dass wir das ein bisschen besser verstehen können, ein bisschen besser vom Ranking her machen kann. Manchmal wird das ja auch ausgegliedert eher aus praktischen Gründen, dass man den ganzen Checkout-Flow irgendwo zentral hat und dass man einzelne Domains hat mit dem Shop. Grundsätzlich würde ich sagen, es ist wahrscheinlich machbar. Ich weiß nicht, ob das mehr Aufwand gibt, als dass man wirklich auch Vorteile davon hat. Aber schwierig zu sagen in so einem Fall. Würdet ihr denn eine Verbindung zu diesen beiden Domains irgendwie herstellen und dann auch den Online-Shop eventuell abwerten? Oder könnte das eventuell passieren? Ich denke nicht, dass wir das schlechter betrachten würden. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass wir quasi diesen Checkout-Bereich oder diese Website mit nur den Produkten, dass wir da einfach dann sagen würden, wir wissen nicht, wie gut diese Website da ist und dass diese Seiten dann einfach separat nicht so wahnsinnig toll ranken. Wenn die Hauptseiten wirklich trotzdem die Übersichtsseiten sind, wenn die weiterhin normal ranken, dann ist das ja vielleicht aus deiner Sicht auch okay, oder? Ja, also es geht ja schon in Richtung Doorway-Pages, so ein bisschen halt, oder? Ja, wenn das zwei Domains sind, sehe ich da kein Problem. Das ist wirklich, gerade bei Doorway-Pages ist das wirklich ein Thema, wenn man zig Domains hat. Wenn man, sag ich mal, 20 oder 100 Domains hat, die alle zum gleichen Checkout-Flow gehen, dann kann das Web-Spam-Team dann schon mal kommen und sagen, ah, das ist ein bisschen problematisch. Aber wenn das zwei Domains sind, dann ist es halt manchmal so aufgeteilt. Das ist nicht besonders problematisch. Ja. Hattest du meine Frage beantwortet gehabt wegen dem Passage-Indexing? Ich war kurz nicht da. Ja, ja. Okay, alles klar, dann höre ich mir das später an. Super, danke schön. Ja, bitte. Okay. Noch irgendwelche weiteren Fragen? Ich hätte noch eine Frage zu einer manuellen Abmahnung. Da haben wir jetzt eine bekommen für unsere Jobbörse azubi.de. Da ging es darum, dass wir das Spezielle an den Stellenanzeigen ist ja, dass sie immer einen bestimmten Zeitraum online sind und dann werden sie halt offline genommen, haben eine 404. Und die strukturierten Daten, die wir mitgegeben haben für Google for Jobs, haben den ganzen Inhalt der Seite, der Stellenanzeige auch noch weiterhin an Google übermittelt, obwohl es schon eine 404 war. Wir glauben, dass wir deswegen die manuelle Abmahnung bekommen haben. Jetzt ist meine Frage, ich bin kurz davor, den Bericht einzusenden, aber wie detailliert er sein muss, also soll ich im Dev-Team nochmal anfragen, wie das technisch genau umgesetzt wurde, dass wir diese Dokumentation mitliefern oder reicht es zu sagen, es wurde gefixt und wir haben genau das Problem gefixt? An und für sich kann man das kurz lassen. Da muss man nicht wahnsinnig detailliert eingehen. Ich würde einfach sicherstellen, dass ihr in diesem Reconsideration Request klar sagt, dieses Problem haben wir erkannt und diese Maßnahmen haben wir getroffen, damit das behoben ist. Und quasi den ganzen Hintergrund und die 100.000 URLs, die betroffen sind, das ist weniger relevant. Okay, super, vielen Dank. Mhm. Cool. Darf ich noch kurz? Ja. Entschuldigung, ich war die ersten 9 Minuten nicht da, da würde ich jetzt nochmal nachhaken, ob die Frage irgendwie eine Rolle gespielt hat, weil du es auch öfter erwähnt hast, das Entfernen-Tool ist ein bisschen allgemeiner die Frage. Da wird ja von 6 Monaten gesprochen, dass das rausgenommen wird aus der Sichtbarkeit. Jetzt wollte ich sicher gehen, bedeutet das, dass 6 Monate ist die URL draußen und danach wird neu gecrawlt oder bedeutet das, die Seite wird wieder sichtbar, wenn während der 6 Monate nochmal über die Seite rübergegangen wird?
Mit dem Entfernungstool ist es so, dass wir das einfach in den Suchergebnissen unterdrücken. Das heißt, es wird einfach nicht dargestellt, wenn jemand danach sucht, aber das ganze Crawlen und Indexing findet weiterhin normal statt. Das heißt, es ist nicht so, dass wir das Crawling anhalten für diese URLs, dass wir das Indexing herausnehmen, sondern das wird an für sich normal weiter gecrawlt und indexiert. Und wenn diese Entfernung abläuft und wenn man nicht eine neue Entfernung reinnimmt, dann kommt einfach der aktuelle Zustand von dann entsprechend wieder in die Suchergebnisse. Das heißt, wenn man jetzt in diesen 6 Monaten noch Veränderungen vorgenommen hat auf dieser Seite und die Seite wird neu indexiert, neu gecrawlt in dieser Zeit, dann, wenn die Entfernung abläuft, ist einfach der aktuelle Zustand dann sichtbar in den Suchergebnissen. Okay, aktueller Zustand bedeutet jetzt meinetwegen, ich will diesen Auftrag nach ein paar Wochen stornieren. Mhm. Dann wird der aktuelle Crawling-Zustand dann wieder neu angezeigt. Das ist jetzt nicht so, dass halt der von vor meinem Antrag dann angezeigt wird. Genau, genau. Okay. Es ist auch nicht so, dass garantiert wird, dass wir in dieser Zeit quasi jetzt neu crawlen und alles neu beurteilen. In vielen Fällen crawlen wir die Seiten alle paar Tage oder alle paar Wochen. Manchmal geht es auch Monate, bis wir die Seiten neu crawlen. Okay, danke dafür. Und jetzt noch, wenn ich noch darf, weil diese Frage ist eine Grundlage für ein großes Problem, das wir haben. Unsere Seiten wurden gehijackt, also gehackt und wurden Phishing-Seiten injiziert. Und wenn man dann auf unsere Google-Suchergebnisse geklickt hat, ist man auf diese Phishing-Seiten gelandet, statt bei uns. Und jetzt habe ich quasi mit der Holzhammer-Methode, haben wir die ganze Domain rausgenommen mit dem Entfernungstool, in der Hoffnung, dass diese Phishing-Seiten, was mehrere hunderttausend sind, raus aus dem Index fallen, sodass unsere Seiten dann wieder zurückkommen, wenn wir den Auftrag stornieren. Ist das so okay oder hätte ich es anders machen können, effektiver? Manchmal macht es Sinn, dass man das so macht, weil vor allem dann, wenn man einfach die Sorge hat, dass wenn jemand nach unserer Website sucht, dass man auf diese ganzen gehackten Seiten stoßt, dann macht das vielleicht Sinn, dass man sagt, ich nehme erstmal die gesamte Website raus, dann habe ich ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Zeit, das Problem quasi grundsätzlich zu beheben. Das heißt, auf dem Server all diese Seiten entfernen, die Redirects entfernen, was auch immer da gemacht wurde. Und dann, wenn man diesen Entfernungsauftrag wieder zurücknimmt, dann quasi pendelt sich das wieder entsprechend ein zu dem, was wirklich indexiert wurde. Das heißt aber auch, wenn zum Beispiel 100.000 gehackte Seiten dazu eingereicht worden sind, könnte ich mir vorstellen, dass wir die nicht alle so schnell neu crawlen und dass es dann wirklich auch ein bisschen länger geht, bis wir den neuen Zustand vom Server entsprechend indexiert haben. Das heißt, wenn man den Entfernungsantrag dann quasi zurücknimmt, dann muss man erstmal wirklich ein paar Tage drauf achten und wirklich schauen, ist das jetzt sauber in den Suchergebnissen oder muss ich da vielleicht noch weitere Schritte nehmen, um wirklich all diese Seiten aus dem Index herauszuholen. Manchmal kann man das so angehen, dass man sagt, ich nehme erstmal den gesamten Domain raus, behebe das Problem und dann nach ein paar Wochen oder Monaten nehme ich den Antrag zurück und dann schaut man, was quasi wirklich noch übrig ist und dass man dann einen beschränkteren Antrag zum Entfernen für diese übrigen Teile der Website dann noch einreicht. Okay, danke. Und erfahrungsgemäß bei über 100.000 Unterseiten, wie lange schätzt du, könnte das dauern? Was da passieren wird, ist, dass die wichtigsten Seiten werden wir sehr schnell neu crawlen und indexieren, das heißt innerhalb von ein paar Tagen oder ein paar Wochen. Und die weniger wichtigen Seiten, die brauchen sehr lange. Das heißt, wenn ich die normalen Suchanfragen nehme, die für diese Website normalerweise gestellt werden, wenn jemand nach eurer Marke sucht oder nach euren Inhalten, wahrscheinlich werden die relativ schnell sauber sein. Hingegen, wenn man gezielt nach Begriffen sucht, die in diesen gehackten Teilen sind, dann könnte ich mir vorstellen, dass man diese Seiten noch, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so noch sehen würde in den Suchergebnissen. Vom Praktischen her spielt das weniger eine Rolle, weil die normalen Benutzer suchen ja nicht nach diesen Begriffen, sondern es ist wirklich eher
dass ihr vielleicht danach sucht, weil ihr wisst, dass diese gehackten Seiten mal da waren. Aber normale Benutzer sehen das da natürlich nicht. Und dann ist es ein bisschen, ja, müssen wir da jetzt noch etwas machen oder müssen wir nichts machen? Ich würde einfach auf das achten, was, wonach Benutzer wirklich suchen, weil der Rest ist ja quasi, ist zwar indexiert, aber niemand sieht das in den Suchergebnissen, also macht das wahrscheinlich nicht viel aus. Okay, jetzt ist das ungefähr jetzt 2 Wochen her, ist wahrscheinlich noch zu früh, wäre wahrscheinlich noch, wenn man es noch bis Ende Januar mindestens lassen soll, damit Google das noch rechtzeitig macht, das ist wahrscheinlich besser, oder? Also wenn das jetzt 2 Wochen her war und ihr habt das wirklich sauber aufgeräumt auf dem Server, würde ich probeweise mal den Antrag zurücknehmen. Und wenn man das zurücknimmt, ist das ja innerhalb von einem Tag wieder sichtbar in den Suchergebnissen. Dann kann man das mal anschauen, den Zustand beurteilen und aufgrund von dem dann entscheiden. Es könnte sein, dass nach 2 Wochen, dass da eigentlich schon die wichtigsten Inhalte bereinigt sind. Es kann auch sein, dass man vielleicht noch ein paar Wochen länger warten müsste. Aber das kann man ja relativ schnell hin und her schalten und so. Okay. Ja, vielen Dank. Ja, bitte. Okay, dann machen wir mal Pause hier. Vielen Dank für all die vielen Fragen unterwegs. Ich schaue nochmal nach wegen diesem Hreflang-Problem mit diesen indexierten Seiten. Ich kopiere vielleicht mal kurz meine E-Mail-Adresse hinein. Wenn dazu noch irgendwelche Fragen kommen, könnt ihr mich da gerne kurz pingen. Ich kann nicht auf alle E-Mails beantworten, die bei mir reinkommen, aber gerade in solchen Fällen, wo ein bisschen was Spezielleres ist, versuche ich da schon herauszufinden, was das sein könnte und was man da machen könnte. Okay, vielen Dank fürs Kommen. Eine ganz kurze organisatorische Frage, weil bei mir ist das Problem ja auch noch offen und du wolltest noch ein bisschen nachhaken. Wie kommen wir da wieder zusammen? Soll ich dir eine E-Mail kurz schreiben, dass du meine Adresse hast? Okay, super, mache ich. Ja. Alles klar. Super. Dankeschön. Danke. Dann wünsche ich euch noch einen guten Start ins neue Jahr. Hoffentlich habt ihr auch ein bisschen Schnee gekriegt. Ich weiß nicht, hier hat es jetzt richtig angefangen, dass man auch ein bisschen normalen Winter noch dazwischen hat. Hoffentlich läuft bei euch alles sonst gut und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss allerseits. Danke. Ciao. Ciao. Danke, ciao.